Ich wünschte mir ja, dass ich irgendwie sehen könnte, dass es Chester gut geht oder schlecht geht. Also ich kann es halt jetzt nicht so gut einschätzen. So, ich mache mir erstmal sowas hier. Das sollte ich noch essen. Das nehme ich mit. Genauso wie das hier. Kleiner armer Chester. Ich habe sowieso lieber jemanden bei mir. So, wo ist denn dann? Da oben. Ich bild mir ein, ich habe das schon geholt, oder? Bin mir gar nicht sicher. Ich vergesse alles. Ja, kein Wunder. Ich kann das ja nicht immer spielen. Habe ich das? Ja, das ist schon ausgegraben. Gut, dann war ich hier schon. Nimm die Samen. Danke. Tja. Müssen wir weiter gucken. Das ist ja wirklich blöd. Und so viele Wälder habe ich hier gar nicht. Fällt mir gerade mal so auf. Naja. Es wird schon. Muss ich mich halt mehr anstrengen beim Suchen. Oder so. Aber wenn kein Friedhof ist, dann habe ich schlechte Karten. Jetzt lass dich doch nicht immer von jedem Baum blockieren, Mädel. Nein, 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 nein. Lass mich. Lass Chester in Ruhe. Kapiert? Geht weg. Geht weg. Das ist meins. Mann, wie lange folgen die mir denn? Danke. Erstmal esse ich das hier noch. Dann werde ich mal ein bisschen umdekorieren. So. Guti. Gehen wir noch ein Stück runter, um da in die Mitte noch ein bisschen zu gucken. Wobei auf Grasland sind keine Gräber. Eigentlich nie. Hier sind viele Bärenbüsche. Nehme ich doch gerne. Da auch noch. Das ist ja blöd. Nehme ich noch ein bisschen Gold und Stein mit? Wie viel Stein habe ich eigentlich? Ich habe gar nicht so viel. Sollte ich vielleicht mal ändern. Chester gibt nicht auf, ne? Du musst wieder leben. Richtig. Also, weißt schon. So, das nehmen wir auch noch mit. Ich will eh eine Spitzhacke loswerden. Deswegen. Passt das schon, wenn wir das mal so machen. So, jetzt habe ich 13 Steine. Ja, wo gucke ich denn als nächstes? Erstmal anders hinsetzen. Tja, hier könnte noch sein, aber das glaube ich eher nicht so. Hier unten ist natürlich noch sehr viel Platz. Ich muss erstmal was trinken. Das geht ja gar nicht. Und da oben bei den Sümpfen, naja, da könnte schon was sein, aber ich bin mir nicht sicher. Hier könnte natürlich auch noch was sein. Oh. Diese riesen Maps, ey. Ich gehe jetzt erstmal links runter. Würde ich mal meinen. Es wird schon wieder dunkel, ey. Die Tage sind zu kurz. Dafür, dass Sommer ist, irgendwie schon. Ich hasse diese Augenmonster, diese komischen Viecher. Die haben mich schon manchmal ins Verderben gebracht. Elende Sache. Hässliche. Mist Griebel. Lass Chester in Ruhe. Lass den. Lass den. Lass den. Ich sollte vielleicht aufpassen, wo ich hinlaufe, ey. Kacke. Und lass Chester in Ruhe. Habt ihr gehört? Lass die. Wieso ist noch eine Biene unterwegs? Ach nee, sind es gar nicht. Es hat sich nur so angehört. Da ist wieder was drin. Was bist denn du jetzt von mir? Hä? Was soll denn das jetzt? Mistvieh. Ach, und du kommst auch noch. Na dann. Gerne. Danke. So, was haben wir denn da drin? Ein kleines Kaninchen. Oh, süß. Das ist wieder so weit weg. Ach, egal. Es wird schon.
Ja, dann gehen wir mal nach unten. Zu meinem Lager brauche ich jetzt eh nicht gehen. Ist ja nichts weiter da. Also ich könnte zwar was ablegen. Ich könnte was ablegen. Habt recht. Ja. Ich muss immer noch überprüfen, ob ich den richtigen Weg gehe. Ich bin immer noch ein bisschen unsicher in meinem Nachhauseweg. Da ist auch ein Kaninchenloch. Da kann man auch noch eine Falle hinbauen. Ist gut. Das ist wirklich gut. Das nehmen wir mit. Und das hängen wir dran. Gerade so. Können wir uns auch wieder was Schönes, Leckeres kochen. Wo ist denn die Truhe? Irgendwo hier war die. Ah ja, nee, doch nicht. Okay, egal. Lass ich's halt. Nochmal Feuer drauf. Holz meine ich. Und dann können wir nochmal sowas hier kochen. Mal gucken, ob da das rauskommt, was ich denke. Was hast du noch? Okay. Da könnte ich ja dir das hier geben. Wo ist diese dumme Truhe? Ach, da. Und dann könnte ich noch ein bisschen Gold loswerden. Und ich finde, du solltest mal das Kaninchen nehmen. Dann nehme ich halt das hier. Oh, passt schon. Na, 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 na. Gib's mir. Hallo. Danke. Guti, dann gehen wir mal. Die nehmen wir in der Hand. Die können wir auch wieder mitnehmen. Habe ich ja nichts dagegen, ne? Und das nehmen wir auch noch mit. Was ist das? Ich habe ja schon 40. Dann kann ich das auch essen. Gut. Ich muss erstmal das Kabel hier neu legen. So. Von meinem Headset. Ich könnte eigentlich auch... Ah ne, lasse ich erstmal. Kann ich eigentlich... Ah, ich kann sogar schon eine Farm herstellen. Das ist gut. Also jetzt nicht hier, aber dann später. Das ist auch super. Werde ich dann trotzdem noch ein bisschen Gras sammeln. Ich habe immer noch ein bisschen zu wenig, denke ich. Dann gucken wir mal, was hier unten so los ist. Gras. Das hier werde ich noch nicht kaputt machen, weil dann möglicherweise die Monster rauskommen und dann rumfliegen nachts. Also gerade so Fledermäuse und sowas. Und ich will jetzt auch nicht da reingehen, weil dann bin ich eigentlich auch schon tot. Es ist so gut wie tot halt. Tot, tot, tot. Wo habe ich denn eigentlich? Hier unten habe ich die Fallen hingestellt. Gut, dann hole ich die dann gleich mal ab. Aber das Gras nehme ich auch gern mit. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht gewittert. Also, dass mich der Blitz trifft, wäre nicht so geil. Bei einem privaten Spielstand hat Chester auch schon mal getroffen. Also, der hat schon mal einen Blitz abgekriegt, hat aber überlebt. Lustigerweise. Also, der hält schon echt viel aus, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dem geht es auch wieder besser. Vorhin hat er so komisch gehechelt, habe ich mich... Also ich bilde mir ein, dass es Hecheln war und dass es unnormal war. Weiß nicht, ob das mit dem Schaden zu tun hatte. Keine Ahnung. Krass. Es regnet ganz schön dolle, oder? Regnet das schlimmer als sonst? Nee, kann gar nicht sein. Ich gehe dann mal wieder. Und hier irgendwo müsste eine Falle sein. Hier irgendwo unten. Ah. Schön. Gut. Finde ich super. Dann gehen wir mal weiter hier so querfeldein. Und hoffen, dass hier irgendwo... So ein Kackfriedhof oder irgendwas in der Art ist. Oh, scheiße. Hatte ich den schon mal gefunden? Ach stimmt, das war in der Aufnahme, die verkackt war. Also die ich... Nee, mach keinen Mist. Ernsthaft.
bist dumm. Nee, ich hatte erzählt, das kann manchmal passieren, dass das so ein komischer Stab ist und dann solche Hunde da drumherum liegen. Oh, danke. Und ich hatte mal bei einem privaten Spielstand, dass ich einen Feuerstab hatte und dann so ein komischer Feuerhund und ein paar normale Hunde da waren. Ich weiß, das ist eklig, aber das musst du jetzt mal nehmen. Die brauche ich übrigens auch. Kannst du vielleicht noch mehr angreifen? Geht das? Kannst du das vielleicht machen? Was ist denn, wenn ich dir das hier gebe? Und du greifst die dann einfach mal so an. Wenn du jetzt hier so hingehst. Oh, gut. Finde ich super, dass er das macht. Geil. Vor allem, weil die anderen ja noch schlafen und nichts machen. Wie viel der wohl aushält? Keine Ahnung. War anscheinend genug. Nimmst du das? Gudi. Kommst du mit? Greifst du jetzt den nächsten an? Das wird dunkel. Aber die schlafen eigentlich permanent, also die wachen auch nicht auf. Erst wenn man den Stab nimmt, dann wachen alle auf. Oder halt, wenn ein dummes Schwein die angreift. Lass dich bitte nicht töten, ja? Gut, danke. Kacke. Aber es ist gut, dass das hier rumliegt. Die Hundezähne brauche ich, glaube ich, auch für irgendwas. Aber ich weiß nicht, für... Du brennst. Du bist verbrannt. Wecker. Esse ich gleich mal. Lustig. Okay, das ist interessant. Das hatte ich auch noch nicht so. Es ist natürlich kacke. Ich werde das mal, warte. Ich werde das mal töten. Und das hier auch. Und das tue ich mal dir geben. Und dann haben wir jetzt ein Problem, nämlich wir können die nicht mehr töten. Macht aber nichts. Bestimmt wird irgendwann ein neues Schwein spawnen. Ach ja, da kann ich auch gleich mal zeigen. Ich bin ja ungefähr hier so gespawnt, so, hier so. Und hier unten ist nämlich so ein Bienennest mit Killerbienen. Also ich nenne die jetzt einfach mal Killerbienen, weil die halt so aggressiv sind. Moment. Ich darf auch nicht zu nah rangehen, sonst werden die nämlich... Hier sind die drin. Und wenn man zu nah dran geht, dann kommen die schon raus und greifen einen einfach so an. Weil sind halt lustig, ne? Ich glaube, das gefällt denen und die haben auch keine anderen Hobbys. Und so wie das da gerade war, habe ich das aber auch noch nie gesehen, dass es halt so mit Gras drumherum ist und so. Also ich kenne das nur so weitläufig und bla bla. Achso, Gräber suchen, ne? Irgendwo hier unten vielleicht? Ist ja auch mal so gar nichts. Nee, sieht irgendwie nicht so danach aus, aber hier ist ein... Hier ist ein Pilzkreis. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das ist unheimlich, weil sowas hatte ich auch noch nicht. Die Grünen sind nicht so gut, glaube ich. Selbst wenn, ich kann die eh nicht mitnehmen. Hier könnte ich... Ach du Kacke. Hier laufen Koalifanten rum und zwar nicht wenige, so wie es aussieht. Das sind ja gleich zwei. So, Metallschrott? Nein. Ich krieg immer mehr von diesen blauen irgendwie, ich weiß auch nicht. Bisschen viel, hä? Also wenn hier Gold rumliegt, oh. Dann ist das ein Friedhof. Das ist definitiv ein Friedhof hier. Sonst wäre das nämlich nicht so. Ich esse erstmal das hier. Dann kann ich nämlich auch das mitnehmen. Und ja, das passt erstmal so. Och ja, ich muss sagen, meine Beute sieht gut aus. Aber ich nehme mal lieber das hier mit rein und dafür nimmst du das. Und das tue ich auch nochmal hier so hin. Ich glaube, gerade hat ein Baum wieder ausgeschlagen. Ist ja Frühling, ne? Also eigentlich... Also wenn am Tag 25 Winter ist... Na, eigentlich gibt es ja nur Sommer und Winter. Es gibt ja keinen Frühling. Ich nenne es nur Frühling, weil es gehört dazu. Ist ja eigentlich schon Sommer. So, komm schon, ich will Gräber ausheben. Gräber ausheben! Nö. Nö. So.
Gräber.